Herzlich willkommen wieder bei All Blue Review. Heute geht es um 8 ähnlich wirkende Logia-Früchte. Welche Frucht ist ein billiger Abklatsch von der anderen? Das alles hört ihr gleich nach dem Intro. All Blue Review sind die geilsten. Tja, ihr Lieben, heute habe ich mir gedacht, machen wir das gleiche wie letzte Woche mit den Paramecia-Früchten, nur mit verschiedenen Logia-Früchten. Ihr werdet die wahrscheinlich alle kennen, weil Logia-Früchte gehen einem nicht so schnell aus dem Kopf wie manche andere Paramecia-Früchte, die einfach nichts Besonderes sind. Bei Logia-Früchten aber verhält sich das natürlich ein bisschen anders. Da haben wir so viele Früchte, die so ähnlich sind und trotzdem irgendwie teilweise ein bisschen anders funktionieren. Ich habe hier auch wieder so einen kleinen Bonus, aber ja, kommen wir gleich zu, weil eigentlich ist das so nicht wirklich richtig. Anfangen tun wir mit Monet. Sie hat die Schneefrucht und natürlich bei sowas wie Schnee, was ebenfalls auch Eis ist, also falls ihr noch nicht wusstet, dass Schnee aus Eis besteht, ja, gibt es natürlich eine stärkere Frucht und das ist Aokichis Eis-Eisfrucht. Ich weiß nicht, was Oda sich gedacht hat, natürlich aus Eis und Schnee zwei verschiedene Früchte zu machen, aber anscheinend ist das wohl so. Wir wissen natürlich, dass Eis noch kälter sein kann als Schnee, obwohl Schnee eigentlich ja gefrorenes Wasser ist und dann natürlich die gleiche Temperatur wie Eis haben sollte, aber der Schnee bleibt natürlich nicht so solide wie ein Eisblock. Dementsprechend ist Aokiji natürlich viel, viel stärker. Haben wir auch gesehen, weil Zoro hat natürlich Monet ganz easy peasy besiegt, während Zoro noch nicht mal gegen Aokiji kämpfen konnte. Das beweist gar nichts. Übrigens, ja. Gehen wir zur nächsten Frucht, weil das jetzt natürlich zwei krasse Früchte waren. Machen wir ein bisschen langsamer, bevor wir die richtig krassen Dinge holen. Karibu mit der Sumpf-Sumpf-Frucht und eine sehr, sehr ähnliche Frucht, Prinz Gruß mit der Lehm-Lehm-Frucht. Ja, Karibu besteht aus Schlamm, aus Sumpf. Ich weiß nicht, eigentlich bewegt er sich immer mit seiner Schlammpfütze da vor. Und er hat aber auch immer die Möglichkeit, verschiedene Sachen in seinem Schlamm zu bunkern. Also irgendwie ist das unglaublich tiefer Schlamm. Ich habe keine Ahnung. Denn das eine Mal hat er ja lauter Meerjungfrauen geklaut und in sich drin gehabt, die wahrscheinlich eigentlich hätten ersticken müssen in seinem Schlamm. Prinz Gruß auf der anderen Seite benutzt auch eine Art Schlamm. Dieser Schlamm ist aber Lehm. Ihr wisst, Lehm ist viel fester als normaler Schlamm. Beides ist aber eigentlich Schlamm, weil besteht beides aus Erde. Aber wir haben ja auch noch keine Erde-Erde-Frucht gesehen bisher. Theoretisch also müsste es noch eine Logia-Frucht geben, eine Erde-Erde-Frucht, die beide übertrifft. Was natürlich Erde besser kann als Schlamm und als Lehm, weiß ich nicht, weil alle drei bestehen eigentlich aus dem gleichen Material. Bei Prinz Gruß aber haben wir gesehen, dass er um einige mehr Fähigkeiten vorweisen kann als Karibu. Er konnte Golems aus seinem Lehm zaubern, er kann Waffen aus seinem Lehm zaubern, das heißt, er transferiert quasi seinen Lehm zu Waffen und er kann natürlich mit seinem Lehm ebenfalls Dinge reparieren oder auch den Lehm anwenden in großen Flächen. Während wir von Karibu eigentlich nicht viel derart gesehen haben, außer dass er seinen Schlamm nutzt, um Leute zu fangen oder sich darin zu verstecken. Ich denke mal, Karibu wäre auch in der Lage, mehr aus seinem Schlamm zu machen. Das Einzige, was er tut, ist Dinge darin verstecken. Deswegen holt er dann riesige Waffen aus seinem Schlamm und so ein Zeug. Aber wirklich effektiv so nutzen, tut er seine Frucht nicht. Okay, kommen wir zur nächsten Stufe. Ja, Nummer 2. Das sind so wieder zwei so Früchte, wo ich einfach sagen muss, schade und auch irgendwie krass, dass die stärkere Frucht wieder bei einem schwächeren Charakter gelandet ist. Fangen wir an mit dem cooleren Charakter, Vizeadmiral Smoker mit der Smoke-Smoke-Frucht, also die Rauch-Rauch-Frucht. Und Rauch, wissen wir ja, ist ein Gas, aber auch natürlich Rückstand von einer Verbrennung, aber hauptsächlich natürlich Gase. Diese können sich entzünden, haben wir aber auch noch nicht gesehen, dass Smoker zum Beispiel geschafft hat, seinen Rauch zu entzünden. Mit Hitze müsste das eigentlich möglich sein. Wir haben Ähnliches gesehen, jetzt vor kurzem mit der Gluck-Gluck-Frucht auf Beehive und zwar hatte Vasco Shot einfach mal seinen Alkohol, den er rausgesprüht hat, gleich mal entzündet mit einem Schnips. Ob das jetzt natürlich durch Zufügen von Feuer war, hat man nicht gesehen oder ob er das selber kann. Aber Smoker sollte meiner Meinung nach auch in der Lage sein, seinen Rauch zu entzünden. Hat er bisher nie gemacht. Er hat immer seinen Rauch so genutzt und sich in der Rauchwolke versteckt oder ist damit geflogen, aber auch nicht so schnell. Rauch hat halt eben seine Grenzen. Und jetzt kommen wir zur stärkeren Frucht in meinen Augen, die aber bei einem schwächeren Charakter liegt. Und das ist die Gas-Gas-Frucht von Caesar Clown. Caesar Clown hat eigentlich unglaublich krasses Wissen. Er ist ein Wissenschaftler, er ist schlau, auch wenn er ein Idiot ist. Und seine Gas-Gas-Frucht ist unglaublich gefährlich, denn Sauerstoff ist auch Gas. Und wie er es gemacht hat, er hat einfach aus einem bestimmten Raum das Gas aufgenommen. Kein Sauerstoff, gleich kein Überleben. Er kann jegliches
Gas benutzen. Das heißt, man kann davon einschlafen, man könnte verbrennen, man kann darin direkt ersticken und. Er hat eigentlich die Möglichkeit, alle Gase zu nutzen und hätte ohne Probleme Smoker komplett den Gar ausmachen können. Mit einem Schnips hätte er ihm quasi sämtliches Gas entnehmen können, sodass Smoker eigentlich komplett nicht mehr in der Lage wäre, Rauch herzustellen. Wir haben so einen ähnlichen Effekt gesehen damals beim nächsten Charakter, und zwar bei der Nummer 1 war Ace mit der Flammfrucht. Die Meramera-Nomie, Feuerfrucht, wie auch immer ihr sie nennen wollt, ja, tausende Namen. Ace und mittlerweile Sabo, der jetzt die Frucht trägt, haben diese Kraft gehabt. Und ja, Ace, seine Kraft wurde damals nullifiziert durch die Dunkelfrucht, also ein bisschen anders. Aber auch da zum Beispiel, denke ich mal, hätte Caesar Clown eine ehrliche Chance gehabt gegen die Feuerfrucht, weil Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen. Was, wenn dauerhaft kein Sauerstoff da ist? Wie soll er brennen? Und hier wieder leider auch nachweislich belegt, die Flammfrucht, obwohl es die Feuerfrucht ist und so eine starke Frucht auch darstellt, ist sie die schwächere von beiden, denn es gibt eine stärkere, und das ist die Magmafrucht von Akainu. Auch da wieder, eigentlich ist Magma geschmolzenes Gestein. Wie schmilzt es? Genau, nicht durch Feuer, sondern durch, eigentlich durch Feuer, aber durch die Hitze aus dem Boden. Und da kommen wir auf das letzte Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist das Video über die Paramecia-Früchte. Guckt mal nach Don Acino und seiner Heiß-Heiß-Frucht. Denn derjenige hat eigentlich Vulkane produziert. Das heißt, eigentlich müsste Don Acino stärker sein als Akainu mit seiner Magmafrucht, denn er ist in der Lage, selber Vulkane zu produzieren. Okay, wahrscheinlich ist Akainu der Stärkste mit seiner Frucht. Das werden wir noch raussehen. Ich denke mal, es wird ein Rematch geben zwischen Sabo und Akainu. Und dann können wir ja sehen, ob Sabo eine Fähigkeit gefunden hat, seine Flammen noch heißer zu machen als Magma. Das müsste theoretisch möglich sein, wenn man natürlich mehr Sauerstoff hinzufügt und aus der Flamme eine Art Laser herstellt. Aber auch dann wieder, Laser haben wir auf der anderen Seite auch gehabt, mit der Licht-Licht-Frucht von Kizaru. Mal gucken. Eine Laser-Laser-Frucht habe ich noch nicht gesehen, aber im Theoretischen müsste sie eine Licht-Licht-Frucht sein, denn er ist in der Lage, auch Laser zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann gucke ich mal, dass ich noch mehr solche lustigen Teufelsfrüchte auftreibe. Mir ist nämlich gerade eben nochmal eine eingefallen. Das passt aber nicht mehr hier rein. Deswegen machen wir ein extra Video daraus. Bis zum nächsten Mal bei Dollblue. Dollblue is real.